Oh Gott! Sag mal, die ganze Tierwelt kommt hier. Ihr wollt nicht die neuen Klippenläufer werden, Wölfe. Ihr wollt es nicht werden. Kommt mir also nicht mehr in die Quere. Endlich. Okay. Mal sehen, wer Eddard war. Hallo Eddard. Ich denke mal, du bist nicht Eddard. Okay, ignoriere mich. Okay, ich laufe mal wieder im Kreis. Und hier scheint nichts zu sein, bis auf die Truhen da. Und ich würde sagen, wir gucken diese Truhen uns einmal an und führen sie einmal uns zu Gemüte. Vor allem der Inhalt dürfte interessant sein. Ja, was denn sonst? Die Truhe selbst. Könntest du? Ich bin die Truhe selbst. Die Ruhe selbst. Öffnen, ja. Und es ist eine Falle. Überleben wir? Tatsache. Helm der Bärenwitterung. Dauerhafte Wirkung. Bewusstsein entdecken 150 Fuß auf sich selbst. Ich würde sagen, den ziehe ich sogar mal an. Einfach nur, weil ich ihn mag. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Karte gucken und es sind Feinde in der Nähe, sehen wir sie. Ach, der Verzauberungseffekt sieht so billig aus. Aber irgendwie hat er auch was. Gut, du bist aufgeschlossen. Was ist in dir? Nur Müll. Die Kinder des Himmels. Nur Müll, ja. Obwohl, einheimische Kleidung. Warum eigentlich nicht? Bis auf die Handschuhe, denn sonst mache ich mir hier die Handschuhe weg. Oh nein. Jetzt aber. Daedrils Katana, ach du verdammte. Jagdmann Armbrust, ach du verdammte. Rieglingsschild, nein. Schneewolfpelz, ja warum nicht? Warum? Egal. Okay, dann stehen hier an der Seite noch. Kann mir mal jemand sagen, was das ist? Oh Gott, ich weiß, was das sein könnte. Nee, die sind noch ganz. Keine Ahnung. Stahlrinnen können wir immer noch nicht abbauen. Und du hast Ring der Feuerbälle von mir aus. Nein. Na, komm. Grausamer Funkenpfeil. Schieb ihn hier sonst wo. Was? Nein. Nee, und komm. Und komm. Und nein, okay, war nicht so viel Hilfreiches hier drin. Aber immerhin, der Helm. Der Helm. Ich bin ein Bär. Oh. Ich laufe durch das erste Level von Tomb Raider 1 und bin dort voll böse. Und so. Leute, ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich suche. War das jetzt ein Maschinengewehr? Was soll ich zuerst machen? Wir gehen zurück zum Schiff. Wir suchen weiter das Schiff. Über dieses Hügelgrab, genau. Über dieses Hügelgrab werden wir sowieso früher oder später... Oh Gott, ich habe sie noch nicht geöffnet. Was ist denn das? So, der Rest war sowieso nur Müll. Daedrils Katana brauche ich nicht. Oh, ich brauche es. ja, dann habe ich mich auch noch verzielt gerade. Oh nee, komm. Komm. Nimm das Katana. Es war natürlich nicht in dieser Box. Was erwarte ich denn auch? Oh, jetzt ist es eine Streitaxt. Verdammt. Aber die Armbrust ist dieselbe. So. Und
Ja, was ihr gerade gesehen habt, der Inhalt der Truhen ist natürlich nicht 100% handplatziert, wäre ein bisschen übertrieben auch bei der Anzahl der Truhen im Spiel. Ein paar wenige davon sind ja zufallsgeneriert, nicht ganz zufallsgeneriert, aber von Faktoren abhängig. Und das hier ist, was ich gesagt hatte mit dem Leben entdecken. Sehen wir auch auf der Minikarte, obwohl es uns da nicht wirklich hilfreich ist. Und wir kehren zurück zum Schiffe, das wir am Suchen waren. Ja, ganz gut. Oh ja. Die gesamten Einwohner der Insel verfolgen mich, um mir Hallo zu wünschen, um mich willkommen zu heißen in ihrem Land. Und hier ist ein ziemlich aufwendig gestaltetes Hügelgrab. Ich muss rein. Jolge, ich muss einfach, Leute. Ich kann nicht dran vorbeilaufen. Oh Gott. Okay, du kamst unerwartet. Das muss dir gelassen werden. Ich brauche das andere Schwert. Denn ich habe jetzt nicht so viele Möglichkeiten, mich zu heilen. Ja, genau das nämlich. Genau das ist das Problem. Genau davon habe ich geredet. Sag mir, dass ich vorher gespeichert habe. Eddard. Oh, meine Güte. Genau, wir können aber hier direkt raus. Wir haben den Helm. Und dann sind wir hier rausgelaufen. Sind nach hier oben rechts gelaufen. Hoffentlich treffe ich das Hügelgrab wieder. Das sah nämlich interessant aus. Mit einem einzigartigen Gegenstand. Da hinten ist es. Oh Gott. Je weiter man in den Norden kommt, umso dichter scheinen die Gegner zu werden. Scheinen, das ist genau das, was ich euch schon gesagt hatte. Von wegen Schwierigkeitsgrad und so. Okay, hier darf ich rasten, danke. Dabei wollte ich doch nur dieses Schiff suchen. Untergang des Schneeprinzen. Nee, das lese ich jetzt nicht durch. Wer sich durchlesen kann, ich gehe auf will, ich gehe auf ihr Seite ganz kurz und ihr könnt das Video pausieren. Aber es hier ist einfach zu viel auch zum Lesen. Zum Vorlesen. So, und anscheinend haben wir von genau diesem Schneeprinzen jetzt hier die das Grab gefunden, inklusive Speer. Und wir machen ein bisschen Grabschändung. Speer des Schneeprinzen. Anfähigkeit für Eis 10%. Eisschaden 1 bis 5. Rüstung auflösen. Ist eigentlich nicht so stark. Oh Gott, ich dachte, es wäre eine Leiche und ich könnte sie berauben. Naja. Wir haben ein bisschen Grabräuber gespielt. Und ein bisschen die Tomb geraidet. Und können auch wieder raus. Vielleicht hätte ich das Buch doch vorlesen sollen, das käme einfach epischer. Egal. Oh ja, ich habe gespeichert, während ich geschlagen wurde. Das kann zu einem mir unbeliebten Bug führen, deshalb speichere ich an dieser Stelle nochmal. Also, wo du lädst, du wirst geschlagen und du fällst durch den Boden. Und bist dann einfach nur da unten. Das ist einfach nur dumm. Oh, da ist noch ein Hügelgrab. Irgendjemand hat hier überall Hügelgräber hingestellt, weil er weiß, dass ich nicht dran vorbeigehen kann. Oh Gott. Aber es ist verschüttet, oder? Okay. Da können wir noch nicht rein. Aus gutem Grund. Denke ich mal. Okay, ein Bär. Und er kann gehen. Er kann stehen. Warum können Bären stehen? Das hat mich schon in Folge 4 von Let's Play Tomb Raider 1, wie oft habe ich das jetzt schon gesagt, genervt.
Okay, wir gehen ein bisschen auf dem Eis. Nicht, dass es noch unter den Füßen wegbricht. Oh Gott. Wir sind unter den Füßen weggebrochen. Aber Frostkeil, Eisschaden 10 bis 30 Punkte. Ich überlasse nichts dem Zufall, um ehrlich zu sein. Wer denkt, dass das jetzt ein Versehen war, der unterschätzt mich. Und wer denkt, dass das gerade die Wahrheit war, der überschätzt mich. Seht euch das Meer an. Nie werdet ihr eine Maid treffen, die so schön und so unbarmherzig ist. Das ist gerade richtig episch. Tormor Graumeer, was hast du mir zu sagen? Seid gegrüßt, hier draußen gibt es kaum Spaziergänger. Die Kälte und die Hawker vergällen es den Leuten. Ich komme nur... Nichts gegen Hawker, die sind süß. Ich komme nur her, um die See anzuschauen. Einst war ich ein Schiffskapitän, aber das war vor dieser Nacht auf hoher See. Vor einigen Monaten habe ich Siedler von Himmelsrand nach Solstheim gebracht. Ich war so müde, bis ich am Steuerrad einschlief. Das Schiff trieb in einen Sturm und als ich erwachte, war es zu spät. Ich konnte es nicht retten, es ging unter. Es gab nur zwei Überlebende, mich und einen alten Mann, dessen ganze Familie ums Leben gekommen war. Ich erzählte ihm von meiner Schuld und mit seiner Macht als Seher und Zauberer strafte er mich. Ja, Marco, ich bin zu ewiger Schlaflosigkeit verdammt. Für meine Unfähigkeit strafte mich der Seher mit einem Fluch. Ich bin erschöpft, kann aber nicht schlafen, was immer ich auch tue. Tränke, Magie, nichts hilft. Dann werd Let's Player wie ich. Um ehrlich zu sein, ich habe 6 Monate lang gar nicht geschlafen. Willkommen im Club. Nein. Marco, wenn ihr dem Seher begegnen solltet, könntet ihr ihn bitten, den Fluch aufzuheben? Sein Name ist Gelnir der Murmler und er lebt allein hier auf Solstheim. Wir kennen Gelnir. Tut dies für mich und ich will euch das wertvollste Geheimnis anvertrauen, das ich als Schiffskapitän entdeckte. Okay, Leute, wir wissen, wer Gelnir ist und wenn wir die andere Aufgabe abgeben, wenn wir sie denn gelöst haben, werden wir uns mit der beschäftigen. Ich würde sagen, in dieser Folge, die ich jetzt aus Zeitgründen noch langsam beenden muss. Nee, das schaffe ich noch, oder? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Okay, in dieser Folge ist einiges nicht so gelaufen wie geplant. Wir werden in der nächsten Folge das Schiff, das ist nämlich das, was wir suchen, werden wir auseinandernehmen und Bericht erstatten, denke ich. Und dann werden wir diese Nebenaufträge, die 3, die wir jetzt bekommen haben, werden wir einfach mal lösen. Gibt ja nicht so viele und die 3 sind relativ cool. Und dann geht's zur Kolonie, dann zur Blood Moon Hauptquest. Genau, bis dahin, ciao.